Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal wieder zu einem Part 2, denn es geht heute wieder um die Babylock in Pokémon Kristall und was genau das ist, werde ich mal kurz zusammenfassen, wie die Leute, die den ersten Part vielleicht verpasst haben. Es geht hier grundsätzlich mal wieder um eine ganz normale Randomizer Nuzlocke in Kristall und ich darf halt pro Gebiet einen Pokémon fangen, wenn Pokémon sterben sollten, sind sie für immer verloren und wenn ich einen Kampf verlieren sollte, ist der Run zu Ende. Das einzig wirklich Auffällige ist erstmal, dass die Speedsys-Clause nicht aktiv ist, das bedeutet, wenn ich dasselbe Pokémon mehrfach finde, darf ich es so oft spielen, wie ich will, auch mehrfach gleichzeitig im Team. Und das ist notwendig wegen der Bonusregel, zu der ich jetzt komme. Und zwar funktioniert die Babylock so, dass ich jedes Mal, wenn ich ein Pokémon finde, dieses Pokémon sofort gelöscht bekomme und das wird dann ersetzt durch ein random Baby-Pokémon der zweiten Generation. Und diese Babys dürfen sich allesamt nicht entwickeln, weshalb ich den gesamten Run nur mit Babys führen muss. Und es gibt 8 verschiedene, von denen die meisten praktisch unspielbar sind, aber dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall ergibt sich hier ein ziemlich schwieriger Challenge-Run und die Random Babys wurden bestimmt über ein Zufallsrad, damit das Ganze natürlich fair ist. Und dadurch, dass es halt nur 8 verschiedene Babys gibt, ist die Speedsys-Clause nicht aktiv, weil ich ansonsten gar keine Möglichkeit hätte, ein richtiges Team aufzustellen. Das hier sind die 8 Baby-Pokémon, die es in Gen 2 schon gab und ich muss sagen, wir haben in Gen 1 rausgefunden, dass 5 davon praktisch unbenutzbar sind. P mit Return war eigentlich noch ganz okay, das ist aber leider in Part 1 weggestorben und ich habe Return nur einmal als TM und die Pokémon Fluffeluff, Rabautz, Togepi und Pichu ergeben allesamt überhaupt gar keinen Sinn. Die haben stellenweise einfach kein Moveset und Pichu ergibt generell keinen Sinn, weil Elekid in jedem Punkt besser ist. Ja, und wir befinden uns jetzt mittlerweile kurz vor der Pokémon-Liga, also so weit hatte ich es jetzt schon schaffen können und mein Team sah derzeit so aus. Ich hatte 3 Elekids, 2 Magpies und ein Cursilla. Und es hat auch nur gerade so funktioniert, weil ich hatte kurz vor der Liga noch ein 3. Elekid bekommen, weil diverse andere weggestorben waren. Und ich würde sagen, wie damit die Liga gelaufen ist, dazu kommen wir jetzt und es kommt ja später auch noch das Postgame, wenn ich überhaupt so weit kommen sollte. Und ich werde natürlich auch heute mal wieder Live-Commentary aus dem Stream einbauen, damit ihr quasi live bei den Kämpfen dabei sein könnt. Und der erste Kampf in der Pokémon-Liga war jetzt natürlich gegen Willi. Das ist normalerweise ein Psychotrainer mit insgesamt 5 Pokémon, das sind also jetzt sehr, sehr umfangreiche Bosskämpfe. Und ich wusste, wenn ich jetzt hier schon 1-2 Baby-Pokémon verlieren sollte, kann ich bei der Liga gar nicht richtig antreten. Es wird definitiv gefährlich. Okay, der erste Kampf ist gegen Willi. Mit was startet er? Mit Mewtwo direkt, okay. Dann würde ich sagen, spammen wir einfach Donnerblitz und hoffen, dass er nicht eskaliert. Ist halt direkt eine Ansage. Ich glaube aber, dass er kein so gutes Moveset hat. Also, was Besseres als Konfusion wird er definitiv nicht haben. Generell haben die Legis so ein bisschen Probleme mit dem Moveset stellenweise bei Gen 2. Wir haben sogar einen Speed-Tie, okay, das ist krass. Liegt an den sehr guten EVs, die wir mittlerweile haben bei den Elekids. Okay, Paralyse ist natürlich praktisch. Und sogar Full Para. Das könnte extrem gemattert haben, wenn er nämlich gecrittet hätte mit Konfusion, wäre ich wahrscheinlich down gegangen. Oder es wäre sehr, sehr knapp geworden. Okay, Mewtwo besiegt. Was haben wir noch? Flamara. Okay. Bei Flamara würde ich vorschlagen, wir hauen einmal drauf. Wir hauen einmal drauf, wenn wir noch 84 Leben haben. Pressen die Glut und gehen dann in Magpies einfach. Ich könnte auch drin bleiben, aber da kommt Feuerwirbel. Deswegen lieber nicht. Hier geht der Pascal. Der Feuerwirbel könnten wir da nicht mehr wechseln und würden zugrunde gehen im Zweifel. Beziehungsweise wahrscheinlich hätte Elekid das trotzdem gewonnen. Aber warum riskieren? Allein schon Glut, Crit into Burn oder so wäre sehr riskant. Donnerschlag. Okay, 2 weitere Hits sollten reichen. Da kommt der Feuerwirbel. Wie viel macht der jede Runde? Nur ein paar KP, ne? Ich würde sagen so 10. 7. Okay. Donnerschlag. Was ein bisschen bitter wäre, wäre jetzt ein Hyper Potion. Biss tut auch ganz gut weh. Hm. Zusammen mit Feuerwirbel werde ich nicht ganz in Beere gehauen, tatsächlich. Okay, kein Hyper Potion, sehr gut. Ja, jetzt ist schon mal ein Elekid und ein Magpie vorbelastet. Aber eigentlich läuft es ganz gut, würde ich sagen. Das ist ja ungefähr der Plan auch. Meganie kommt. Meganie ist ein gewisses Problem, weil Body Slam. Ich würde gerne in Ronny gehen. Ja, ich gehe in Ronny. Bitte
Okay. Ist okay. Ich wollte gerade sagen, bitte kein Body Slam into Para, das wäre belastend gewesen. Wir spammen Flammenwurf für die Konstanz. Es gibt keinen Grund hier auf Fireblast zu gehen. One-Shotten werden wir sowieso nicht. Will mich wundern bei Meganie, weil es recht tanky ist. Wobei? Okay, Fireblast hätte tatsächlich gekillt, okay. Lightscreen könnte meinem Team sehr schaden, tatsächlich. Und es kommt Top-Trank, okay. Jetzt wird Meganie ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Flammenwurf. Ätzend mit dem Lichtschild, ja. Aber wir critten am Lichtschild vorbei. Okay, das ist lucky. Dadurch wird Ronnie deutlich weniger angechippt, als es normalerweise passiert wäre. Als nächstes noch eine Pflanze. Ja, dann bleiben wir direkt drin. Flammenwurf. Das war natürlich lucky. Kann ich Satsenia mit Flammenwurf two-shotten? Ich denke schon. Oder ich critte einfach normal, alles klar. Ronnie macht keine Gefangenen mehr. Aber gut, Satsenia hätte mir sowieso keinen Schaden machen können. Und Schlaf geht ja auch nicht. Und er hat einen Parasect. Noch eine Pflanze. Ja, das Ding stirbt sogar im Lichtschild. No problem. Okay, war ein relativ leichter Kampf, würde ich sagen. Mewtwo war ein bisschen gruselig. Hätte das nicht die Full Para gefressen, hätte Elekid was zustoßen können, definitiv. Als Willi hier ernsthaft schon wieder sofort ein Legi gezückt hat, wurde ich ein bisschen skeptisch, aber ich bin mit Mewtwo dann doch ganz gut klargekommen. Man muss schon sagen, durch die ganzen Pflanzengegner hatten hier die Magpies eine sehr, sehr gute Zeit. Der erste Kampf verlief also noch ganz gut, dann ging es aber weiter zu Koga, der normalerweise ein Gift-Trainer ist und der hat jetzt wieder 5 Pokémon. Die Gegner werden also nicht unbedingt schwächer und ich war jetzt gespannt, ob dieser Fight hier ebenfalls so gut laufen wird. Koga ist die Nummer 2 mit einem Smetbo. Okay, das ist ein sehr guter Start für mich. Das sollte mit Thunderbolt sofort One-Hit sein. Finde ich ja witzig, dass er Käfer spielt. Normalerweise leadet er ja auch mit dem Käfer. One-Shot? Oder? Ja, alles andere wäre auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Smetbo hat keine Defense. Das war ein Geschenk auf dem Silbertablett. Magma! Er hat seins entwickelt, okay. Das Ding hat Flammenwurf und könnte damit critten, was nicht gut wäre. Ich könnte in meine Magpies wechseln und Thunder punchen. Die würden aber keinen Damage machen. Also wäre das wahrscheinlich recht pointless. Und dann würde ich mit Confuse Ray zugespammt werden, potenziell. Wir gehen auf Donnerblitz. Vielleicht kann ich ja einen Flammenwurf-Crit knapp überleben oder so. Maybe. Oh, Sunny Day. Sunny Day ist richtig, richtig belastend. Jetzt wird Magma sehr gefährlich. Ich könnte versuchen, Thunder zu treffen. Bitte triff. Oh mein Gott, war das lucky. Das war. Ich weiß nicht, ob das das beste Play war, ehrlich gesagt. Hätten wir da gemisst, oh mein Gott. Im Flammenwurf in der Sonne mit Stab, das hätte sehr, sehr reingeballert. Aber was hätte ich sonst tun sollen? Okay, Bisaflor. Auch kein so schwacher Gegner. Ich glaube, da waren wir gerade an der Schwelle des Todes. Ehrlich gesagt. Magma hat auch keine so niedrige Stats-Attack. Also das hätte schon sehr weh getan. Wachstum. Das Schöne ist, das Sonnenlicht ist gerade stark. Also Flammenwurf, Kill. Danke für den Sunny Day. Chlorophyll kann Bisaflor hier logischerweise nicht haben. Also kein Schlafruder für dich. Raus. Top 4 Koga schickt Austoss in den Kampf. Okay, Austoss ist ein weiteres Geschenk eigentlich, weil Austoss hat keine Bedstaff und wir können einfach in Kugo reingehen und Donnerblitz einsetzen. Austoss sollte One-Hit sein. Haben auch keine Wasser- oder Eisschwäche, alles gut. Aurora Beam. Er wird schon ein bisschen wehtun, keine Frage. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht mehr als 50% nehmen. Okay, gut. Tatsächlich könnten wir sogar einen Crit überleben, knapp. Wenn es ein Low-Range-Crit ist. Aber ja, das reicht. Der hat extrem viel physische Defense, aber keine spezielle. Letztes Pokémon ist Donphan, oh Gott. Donphan ist ein Monster. Wir haben leider kein Out dagegen. Okay, Gott sei Dank, er hat tatsächlich noch kein Erdbeben. 5 Level höher und das Ding hätte Erdbeben und würde literally mein gesamtes Team one-shotten. Also selbst Cresselia wahrscheinlich. Dann hätte ich hier vermutlich ein Elekid wegschmeißen müssen oder so. Er hat allerdings Walzer, das kann auch eskalieren. Ich hoffe, dass Ice Punch two-shottet, maybe.
Donphan ist halt recht bulky. Okay, es funktioniert. Walzer 1 sollte nicht gefährlich sein. Ja, okay. Damit haben wir Koga besiegt, aber es waren ein paar recht gefährliche Stellen. Vor allem das Magma mit Sunny Day war ein bisschen gruselig. Zum Glück haben wir Donner getroffen. Und wenn später nochmal ein Donphan kommt, sind wir basically Game Over. Oder müssen wir es wegschmeißen. Ich muss schon wirklich sagen, ich hatte zu Beginn der Liga hier wirklich extrem viel Glück. Stellenweise einfach schwache Gegner oder gute Matchups und ich bin sehr gut durchgekommen. Boden-Pokémon wie Donphan allerdings sehen erstmal recht gruselig aus, da sollte ich vorsichtig sein. Ich kann jetzt aber schon mal dazu sagen, der Rest der Liga wird nochmal ein bisschen spannender werden und die Schwierigkeit wird jetzt ein gutes Stück anziehen. Und da kommen wir jetzt beispielsweise zum Kampf gegen Bruno, der ja normalerweise nicht so stark ist, aber hier war der Fight relativ interessant. Top 4 Bruno möchte kämpfen, okay. Er hat einen Austausch, okay, das ist ein sehr guter Start für uns. Austausch ist ein sehr, sehr guter Start für uns. Rein in den Donnerblitz. Einfach geschenkter Kill. Einen besseren Lead hätte er nicht haben können. Also einen praktischeren für uns. Nicht für Bruno. Wunderbar. Bitte mehr solche Gegner. Knuddeluff. Knuddeluff könnte nervig werden mit Gesang oder so, aber ist mit Donnerblitz auch Two-Shot, denke ich. Oder? Ja, gerade so. Dublexi. Wenn wir ein bisschen angechippt, eine 5er-Chain wäre jetzt unnötig. Ja, das war nicht viel Schaden. Okay. Bisher ein sehr leichter Kampf. Ich meine, es ist Bruno, ne? Machen wir uns nichts vor, als ob der eine Bedrohung wäre, oder? Nein. Ich denke nicht. Normalerweise nicht. Porygon 2. Okay, das ist durchaus eine Bedrohung. Porygon 2 ist durchaus ein Problem, weil der hat Genesungsspam. Und Genesung hat übelst viele AP. Ich muss den basically cheesen. Das heißt, wir gehen auf Pascal und Spam Rauchwolken. Sodass er mit den 10 Tripletten, die er hat, nicht gefährlich werden kann. Im Idealfall. Wie viel macht so eine Triplette ohne Nebeneffekt? Instant-Paralyse. Okay, das ist nicht gut. Rauchwolke, jetzt haben wir ein Problem. Eidigler ist sehr, sehr gut für uns. Weil das können wir komplett ignorieren. Ich habe eh keine physischen Moves im Team. Minus 1. Zielschuss ist auch perfekt. Minus 2. Jetzt können wir langsam überlegen, auszuwechseln, weil ich bin in Crit-Range für eine Triplette. Wobei die Chance, dass wir direkt wieder in die nächste Triplette wechseln und sie trifft, ist recht hoch. Wir bleiben drin nochmal. Zumindest auch für 1-2 Runden, bis es auf minus 4 oder so ist. Ah ja, genau, ich kann es so machen, dass mein zweites Magpie gar nicht vorbelastet wird. Alter, was macht denn die KI gerade? Minus 4. Will ich noch mehr? Also die Chance, dass er nochmal missplayt, ist sehr hoch. Oh nein. War das zu greedy? Oh Gott. Das war... vielleicht ein bisschen greedy. Okay, wir gehen raus. Wir gehen definitiv raus. Ich könnte zwar nochmal, wegen der Beere, aber die sechste Rauchwolke bringt eh noch kaum was. Deswegen lassen wir das. Wir gehen, würde ich sagen, in das zweite Elekid. Wobei das erste, was angechippt ist, kann den Job eigentlich noch ganz gut machen. Einfach null Fullparer. Ja, aber er hat auch getroffen, also... will hier keine Beschwerden hören. So, das Porygon wird jetzt aber, glaube ich, eine ganze Menge gegenstollen, oder? Ja, ich kann es nämlich nicht two-shotten. Ich kann es nicht two-shotten. Wenn die KI clever genug ist und jetzt Genesung spammt, kriege ich das ewigkeitenlang nicht tot. Oder er choked einfach, alles klar. Es kann aber auch sein, dass die KI hier... ja, wobei, nee. Nee, es war ein Choke. Müsste ein Choke sein. War ein Choke. Oh nein. Alter, wie soll ich das jemals töten? Ja, bitter. Das Ding kann Eierbombe spammen und es hat unglaublich viel Spatsdeath. Das kriegen wir fast nicht tot. Ich versuche hier auf Burn-Spam zu gehen. Vielleicht kriegen wir den Burn. Das wäre natürlich easy dann. Er hatte als Ukra Lightscreen. Bitte bekomm einfach den Burn. Ich glaube nicht, wie viel so eine Eierbombe meinen Babys antun würde. Wahrscheinlich nicht so viel, aber trotzdem. Eierbombe Miss, okay, dann geht die erste daneben. Er hat halt auch Sing, ne?
Ehrlich gesagt sollten wir, glaube ich, ja, wir sollten, glaube ich, hier rübergehen auf Ronny, auf das zweite Magpie und auch das Pokémon mit Rauchwolken angreifen. Wie viel macht die Eierbombe? Okay, die Eierbombe ist richtig scheiße. Das war aber zu erwarten. Jetzt werden wir Rauchwolken, damit nicht die ganze Zeit Gesang trifft. Das wird es noch anstrengender machen. Eierbombe 2. Abgesang Cossilla wäre jetzt nice. Nein. Das ist tatsächlich eine Fehlinfo. Die KI wechselt aus nach 3 Runden. Die lässt sich nicht durch Abgesang totziehen. Ich find's ja geil, wie er jedes Mal trifft einfach. Crit, okay. Wir gönnen sich ja sonst nichts. Bitte miss mal, damit sich noch eine Rauchwolke lohnt. Okay, gut. Und dann müssen wir anfangen runter zu chippen. Ich werde da noch so lange drin bleiben mit Magpie, bis er nochmal trifft. Okay, Miss. Weil wir hier auch den Burn bekommen könnten. Flammenwurf. Aber dann könnte man die anderen Pokémon eliminieren und darauf warten, dass Hytera übrig bleibt. Ja, schon, doch. Ja, gut, das würde funktionieren mit Abgesang theoretisch. Aber dann müssten wir halt, keine Ahnung, Gesang aufgeben oder so. Auf Cossilla, was halt einfach spielstärker ist. Oder halt Ice Punch oder Blizzard, was beides wichtig ist. Okay, wir gehen raus. Wir gehen rein in das angechippte Elekid und versuchen damit den Kill zu setzen. Es dauert nur lange. Und Hytera belastet mich halt extrem vor. Er ist, glaube ich, nicht sein letztes Pokémon. Er hat noch eins. Eierbombe. Sag mal, wie oft trifft er denn mit Eierbombe? Er ist auf minus 4 Genauigkeit. Einfach frech. Wir schlafen natürlich 20 Jahre. Na komm. Ein Igler. Ja, schon witzig, wenn er jetzt einfach nochmal einen Hytera hätte, oder? Machen wir auch irgendwann wieder auf? Er trifft die nächste Eierbombe, alles klar. Die Scam-Liga, ich merke schon. Wir bekommen auf jeden Fall ein bisschen Heal noch durch die Beere. Jetzt hat er einen Top-Trank eingesetzt. Immerhin jetzt und nicht, wenn er schon bei einem HP ist. Denn schon dann Relaxo, nicht immer dasselbe. Ja, Relaxo wird der Angstgegner, definitiv. Ich werde niemals einen Burn bekommen. Machen wir uns da nichts vor. Ich werde niemals einen Burn bekommen. Mit speziellen Baby-Pokémon der Terra zu besiegen, ist Spaß für die ganze Familie. Stellt euch vor, das hätte einfach Geowurf gehabt und wir hätten verloren. Einfach Game Over. Einfach Game Over. Ja, ich komme der Burn und dann kommt die Top-Genesung. Imagine. Und es waren 22 Damage, ne? Ich bin, glaube ich, in Crit-Range. Wir sollten rausgehen. Ah, das tippt mein Team so blöd an. Ich kann tatsächlich Pascal benutzen. Weil Pascal ist nicht in Crit-Range für Eierbombe. Bevor ich jetzt die anderen Elekids noch raushole, kann ich aus dem noch ein bisschen was an Value ziehen. Schadet nicht. Auch hier kann ich auf den Burn grinden. Hätte sich doch Wuchtschlag gelohnt. Es kann kein Baby-Wuchtschlag. Oh, war 20 Minuten weg. Hytera lebt immer noch. Oh, er hat, glaube ich, kein Ding jetzt mehr, ne? Ich glaube tatsächlich, er hat kein Eierbomben-AP mehr. Ja, deswegen snappt er jetzt ein Igler. Okay, das ist lustig. Ja gut, damit ist Hytera stehen tot. Es wird nur 10 Jahre dauern. Wobei Flammenwurf eigentlich guten Schaden macht, jede Runde, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt macht keinen Schaden mehr. Ein Igler. Wie kein Burn kommt. Ja, natürlich nicht. Jetzt hätte ich gern Will-O-Wisp gehabt. Aber das gibt's hier nicht. Ist Burn-Chance nicht 10%? Die sehe ich irgendwie nicht. Ich sehe die gerade auch nicht, die 10%, muss ich sagen. Wir gehen in Moritz. Beziehungsweise. Warte mal, ich habe eine coole Idee. Wir machen folgendes: Wir gehen in Mario. Gesang Miss, okay, cool. Wir gehen in Lightscreen. Genau, hoffen, dass er kein Lightscreen macht. Killen über Thunderbolt. Und haben da beim nächsten Pokémon einen Lightscreen. Er lebt noch. Okay, aber er hat keinen weiteren Lightscreen gemacht. Gut, jetzt habe ich eine Lightscreen-Runde verloren, aber das ist okay. Gut, damit haben wir jetzt einen kleinen Vorteil. Speziell defensiv sind wir jetzt sehr gut aufgestellt.
Und falls wir Bruno komplett besiegen, ohne Pokémon zu verlieren, dann sieht's sehr schön für uns aus in der Liga. Baldorfisch! Gut, das sollte ja wohl kein Problem sein. Damit gewinnen wir gegen Bruno. Das war eher ein langwieriges Battle als ein schwieriges Battle letztendlich, aber ich hatte ein bisschen Angst vor dem Porygon, muss ich sagen. Dass Herr Terra mit Eierbombe jetzt offensiv nicht so gefährlich wird, ist klar, aber Porygon hätte viel machen können. Man hat bei diesem Kampf hier sehr gut gesehen, weshalb es keinen Sinn macht, nur spezielle Pokémon zu spielen. Spezielle Walls wie Hatera können dann sehr, sehr bedrohlich werden und es hätte hier auch ganz anders ausgehen können, wenn Brunos Team noch ein bisschen krasser gewesen wäre. Ich konnte aber nicht mehr wirklich physische Pokémon spielen an dem Punkt, weil selbst Return P ja längst gestorben war in Part 1. Ich hatte also gar nicht so wirklich eine Wahl. Ja gut, aber dann ging es weiter zu Melanie, der vierten von den Top 4, und ich hatte zumindest bisher noch keine Pokémon verloren, was ja wirklich eine gute Grundbasis ist, um vielleicht sogar die gesamte Liga im ersten Anlauf zu schaffen. Und das wäre schon eine recht große Leistung für diese Baby-Pokémon. Okay, wir kommen zu Melanie. Und sie hat einen Knogger. Okay, das ist ein riesiges Problem. Knogger kann 5 meiner Pokémon one-shotten über Boden-Coverage. Und Cosilla hat keine physische Defense. Ich kann dagegen nichts tun. Egal was ich einwechsel, es könnte einfach sterben. Und Cosilla kann ich obviously nicht riskieren, weil dann habe ich nur noch 2 verschiedene Pokémon im Team. Ich muss hier auf Ice Heap gehen und hoffen, dass wir nicht sterben. Und wenn doch, dann spiele ich halt nur mit 2 Elikids weiter. Er misplayt den Energiefokus. Unglaublich lucky. Knochenrang hätte ich nicht überleben können, glaube ich. Sehr, sehr lucky. Okay, das war sehr, sehr gruselig. Was haben wir noch? Papunga. Das ist natürlich easy. Viel Spaß in der Mal-4-Schwäche. Ice Punch. Damit haben wir 2 Kills tatsächlich, ohne KP zu verlieren. Was erstaunlich gut ist für diesen Anfang. Oh nein, Smogmog. Warum spielt Melanie so ehrenlos? Ja, selbe Situation. Ich kann im Finale nichts einwechseln. Ich muss Donnerblitz spammen und hoffen, dass nichts stirbt. Wenn was stirbt, dann halt ein Elekid, ne? Okay, Paralyse und mehr als 50% Damage. Er macht Rauchwolke. Okay, wir treffen. Ich weiß nicht, wie wir hier gerade ohne Tod durchkommen. Wir hacken uns komplett vorbei an allem. Wir haben 0 Damage einfach. Hätte sich gesprengt, wäre safe fast gestorben. Simsala? Simsala ist auch gefährlich. Ja, Simsala ist ein riesiges Monster. Der hat Psychic, der hat Genesung. Ich habe keinen physischen Move, wie gesagt, im Team. Weil Pi nicht mehr da ist. Donnerblitz. Und dann vielleicht weitermachen mit Cosilla. Boah, das war viel Damage. Kann ich Psychic überleben? Lass mich nicht im Stich. Okay, tatsächlich hat Cosilla einen höheren Stats Attack als Elekid. Und da wir wissen, dass Thunder killt, müsste Blizzard dann auch killen. Also gehen wir rüber in den Resist und hoffen, dass das funktioniert. Donner wäre sehr risikoreich. Psychic. Oh, das kann ganz bitter enden, wenn er quitten sollte. Okay. Treffen wir Blizzard. Nicht quitten, nicht quitten, nicht quitten, nicht quitten, bitte. Fuck. Aua. Okay, wie sieht's aus bei den Magmas? Fireblast. Bitte töte. Bitte töte. Es müsste reichen, oder? Ja, okay. Puh, okay, damit spielen wir mit 2 verschiedenen Spezies quasi den Rest der Liga. Das ist ein bisschen awkward, aber gut. Yugong. Wir gehen auf Elekid 2 und spammen einfach durch die Bank weg Donnerblitz. Also ich denke, dass Melanie hier besiegt ist, aber wir haben keinen Cosilla mehr. Und Ice Beam tut auch ordentlich weh.
Dadurch, dass Yugong keine Wasser-Coverage hat, könnte man auch Magby einwechseln. Aber er müsste mich schon totcritten und mit Donner könnte er One-Shot sein. Okay, wir treffen den Donner, das ist lucky. Ist er tot? Oh mein Gott, nein. Nicht gut. Kein Crit bitte. Kein Crit bitte. Oh Gott. Okay, die Liga lebt noch. Das Schlimmste, was jetzt kommen kann, ist Heilung, aber dagegen habe ich einfach Donnerblitz-Spam. Okay. Damit haben wir Melanie zumindest besiegt, aber wir müssen jetzt irgendwie Siegfried besiegen in der Unterzahl mit 3 Elekids und 2 Magbys. Das ist eine sehr weirde Situation. Ich konnte bei diesem Kampf hier nur sehr, sehr knapp eine Katastrophe abwenden. Wenn sie Pokémon wie Simsala critten sollten, dann sterben die Baby-Pokémon einfach, egal ob sie resistieren. Und dadurch, dass mir jetzt ernsthaft mein eines Cursilla weggestorben war, blieben mir für Siegfried nur 3 Elekids und 2 Magbys. Das merkwürdigste Team, mit dem ich jemals gegen Siegfried kämpfen musste, und da musste ich jetzt einfach irgendwie durch. Und Siegfried ist jetzt sogar in der Überzahl, der hat nämlich 6 Pokémon und er ist noch besser gelevelt als die Top 4 Mitglieder und er ist definitiv der schwierigste Trainer, den ich bisher bekämpfen musste. Es wird nicht einfach werden und selbst wenn ich hier gewinnen sollte, kommt auch noch das gesamte Postgame plus Trainer Rot und so weiter. Wir sind noch lange nicht durch. Wir kommen zum Champfight. 5 gegen 6, ich bin in der Unterzahl mit nur 2 verschiedenen Spezies. Und Raichu macht den Anfang, was mir gar nicht so gut gefällt, ehrlich gesagt. Das ist aber zumindest unterlevelt. Wir gehen in Ice Punch. Ich fürchte, das macht wenig Schaden. Ja, es geht sogar. Donnerblitz. Das wird sehr gut resistet. Ja, ist okay. Ich denke, ich werde sehr opferfreudig sein, zumindest für ein Elekid. Ich meine, man kann sich nicht darauf verlassen, dass man in Kanto safe Elekids finden wird. Es kann sein, dass wir keine bekommen. Wir dürfen jetzt nicht alle wegsterben, aber ich denke, eins werde ich ja wohl finden. Deswegen, wenn wir irgendwie was opfern können, sinnvoll, sollten wir es wahrscheinlich tun. Nächstes Pokémon ist Bibor, okay. Ein weiteres Geschenk. Ich gehe auf Fire Punch. Ich gehe definitiv auf Fire Punch. Gelber Bereich, wunderbar. Agilität. Leider kein Missplay, das war sogar gut für ihn. Eine lange Nadelraketen-Chain könnte mich vielleicht töten mit Crits. Ja, wobei, nee. Es hätte eine 5er-Chain mit mehreren Crits sein müssen. Ja, Bibor ist schon ziemlich schlecht. Damit sind wir nicht mehr in der Unterzahl. Und nächstes Pokémon ist Papunga, nice. Papunga hat natürlich eine fette Mal-4-Schwäche, von daher Ice Punch Kill. Dann haben wir die Hälfte schon geschafft. Dann werde ich Yugo vielleicht reintrashen. Ins vierte bzw. fünfte Pokémon, je nachdem. Und dann mit dem Rest ihn weitermachen. Noch ein Papunga? Und wenn es so weitergeht, muss ich nichts opfern. Siegfried? Ah, Nidoking. Okay, Nidoking ist in Gefahr. Aber er hat nur noch 2 Pokémon. Ich denke, es wäre nicht so klug, jetzt was rein zu trashen. Ich denke, ich gehe für Moritz und versuche mit Ice Punch was zu reißen. Ich meine, Nidoking sollte jetzt nicht das krasseste Moveset haben. Ja, Doppelkick ist schlecht. Wir gehen für Ice Punch. Nidoking ist Two-Shot, safe. Ja, und sehr, sehr schwach. Also bisher ist Siegfried der leichteste in der Liga, mit Abstand. Ice Punch. Raichu war noch am schwersten, ja. Ja gut, so kann's kommen, ne? Antiklimaktisches Ende. Lapras! Lapras ist ein falscher Freund, ne? Okay, Lapras hat nur Ice Beam. Wir können also was mit den Magbys anfangen. In dem Fall werde ich Moritz nicht rein trashen. Wie viel Schaden macht ein Ice Beam auf Elekid? Okay, das waren 70 Damage, ne? Müsste ich überleben. Dann werde ich jetzt hier Mario riskieren. Wenn Mario sterben sollte, ist es kein Riesenverlust. Das wäre okay.
Ja, der ist auch safe two-shot. Stirbt Mario oder lebt Mario? Ist jetzt die Frage. Mario lebt. Wunderbar. Dann haben wir die Liga geschafft mit nur einem Tod. Wir dürfen 3 Elekids und 2 Magbis mit nach Kanto nehmen. Und ich bin sehr gespannt, was da noch passieren wird. Es ist schon wirklich erstaunlich, was bei Pokémon Challenge Runs stellenweise möglich ist. Ich meine, wenn ich ganz Generation 2 durchrunnen kann, nur mit Baby-Pokémon in einer Nuzlocke, was geht dann noch in Gen 2? Wo ist die Grenze? Das werde ich auf jeden Fall versuchen, in Zukunft rauszufinden. Wir können aber festhalten, ich konnte schon mal die gesamte Johto-Region durchspielen, tatsächlich ohne mit Baby-Pokémon auch nur einmal Game Over zu geben. Natürlich ist der Run hier, da aber auch noch nicht ganz zu Ende, weil es gibt wie gesagt auch noch das Postgame mit unter anderem Blau Eich und Trainer Rot. Ihr wisst Bescheid, Freunde, das meiste von Kanto ist leider nicht so spannend, weil halt die meisten Trainer dort extrem unterlevelt sind, aber die 2 Bosskämpfe, die ich eben angeschnitten habe, die sind durchaus heftig und auch stellenweise nochmal deutlich schwieriger als der Kampf gegen Siegfried, auch wenn ich natürlich dort ein volles Team haben werde. Man könnte jetzt natürlich auch noch in Kanto eine ganze Menge Encounter wahrnehmen, ich muss aber sagen, dadurch, dass nur Cosilla in der Liga gestorben war, gab es für mich jetzt nicht wirklich einen Grund, direkt weitere Encounter wahrzunehmen, denn ich hatte ja noch mein optimales Team, in dem ich einfach wieder einen Cosilla aus der Box genommen hatte. Was aber auch noch nennenswert ist, ist das Item Leftovers, das man einmalig in Kanto finden kann und damit kann man hier kontinuierlich KP wiederherstellen und das ist das beste tragbare Item in Gen 2. Das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen. Ja, und dann bin ich angetreten, nach den leichten Arena-Leitern in Kanto, gegen Blau Eich in einem 6 gegen 6 und das war ein weiteres, sehr spannendes Boss-Battle und der ist vom Level her nochmal deutlich krasser als Siegfried und deswegen hat er potenziell auch bessere Moves. Es könnte also ziemlich schwierig werden. Wir kommen zu Leiter Blau mit insgesamt 6 Pokémon, der vorletzte Kampf im Run. Er hat einen Miltank. Wir haben jetzt vorne unser Elekid mit Psychic mittlerweile noch und Leftovers, das Über-Elekid. Ein Hoffnungsschimmer. Wenn Yugo hier ein paar Kills macht, sieht es sehr gut aus für uns. Sonderblitz sollte Hälfte machen ungefähr. Ja, reicht mir. Walter Chain führt nirgendwo hin. Trotzdem ein saftiger Crit von der KI. Das ist ein sehr guter Start für uns. 1-0. Ich denke, Yugo wird noch mehr Kills machen. Magneton! Das ist ebenfalls eher vorteilhaft, würde ich sagen. Wir gehen auf Fire Punch. Es gibt praktisch nichts, was wir nicht sehr effektiv angreifen können. Wir sind All-Out-Attacker mit Omni-Coverage. Avatar. Blitzkanone. Ist verärgerlich gekommen wegen der Paralyse, aber er hat gemisst. Damit haben wir wieder volle Leben wegen Leftovers und 2 Kills in der Tasche. Wie besser könnte es eigentlich nicht laufen. Entei ist der nächste Gegner, okay. Entei ist ein bisschen gruseliger. Ja, wir gehen auf Donnerblitz einfach. Für soliden Damage. Und fressen Flammenwurf. Wie viel Damage müssen wir da einplanen? Mit Crit bin ich wahrscheinlich One-Shot. Ja, okay, ich kann hier definitiv nicht drin bleiben. Das war ein bisschen too much. Wir gehen rein in Pascal. Das mag ihn. Und dann werden wir hier mit Thunder Punch ein bisschen gegengehen. Es kann sein, dass ich hier einen Magby abstoßen werde. Das wäre auch kein Problem, weil wir haben noch ein weiteres auf der Box. Und es gibt ja nur noch einen weiteren Fight. Ja, ich denke, dass ich hier einen Magby abstoßen werde. Stampfer. Boah, es macht schon einiges an Schaden, ne? Not bad. Nochmal Thunder Punch. Okay, der Crit ist sehr, sehr ungünstig. Jetzt kommt er nämlich in die Heal Range. Jetzt habe ich ein Problem. Oh mein Gott, und ich werde auch noch weggecrittet. Okay, jetzt haben wir ein riesiges Problem. Jetzt haben wir ein großes Problem. Er will Top-Genesung einsetzen, definitiv. Ich gehe in Moritz. Und wähle die etwas offensive Variante. Man hätte auch in das andere Elekid gehen können, das dritte mit Lightscreen. Aber dann würde er nur Stampfer spammen, das wäre wahrscheinlich nicht viel besser. Den gehe ich voll drauf mit Thunder.
Hoffe, dass wir ein bisschen was erreichen hier. Into Donnerblitz und Donnerblitz. Dann haben wir den Kill, ne? Das Problem ist, es könnte passieren, dass er noch eine Top-Genesung einsetzt. Und dann wird es langsam echt eklig. Aber wir critten den Tod. Okay, ultra lucky. Das war ein sehr, sehr krasser Crit jetzt. Hälfte des Teams lebt aber noch. Raichu ist erstmal kein großes Problem. Wir gehen auf Ice Punch Spam. Ein bisschen Chip Damage. Ja, das 1 gegen 1 sollte ich gewinnen. Das sollte ich definitiv gewinnen. Außer er heilt halt. Man merkt hier langsam sehr, dass die Babys stark unterlegen sind von ihrem Damage Output. Aber gut, solange ich irgendwie mithalten kann, ist ja okay. Und ich bekomme sogar einen Freeze, das ist sehr praktisch. Kommt Heilung? Ja, okay, da ist die zweite Top-Genesung, er hat keine mehr. Allerdings kommt die Top-Genesung auch sehr bedrohlich gerade. Die kommt tatsächlich ziemlich bedrohlich. Weil jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich eigentlich Elekid opfern muss. Eigentlich muss ich hier Elekid opfern, oder? Ja, wobei durch den Crit, den ich jetzt gemacht habe, vielleicht doch nicht. Okay, Paralyse. Ja, Elekid ist tot. Ist okay. Mach Elekid weg. Wir werden durch die Kanto-Encounter, die ich jetzt noch wahrnehme, sicherlich nochmal ein Elekid kriegen. Pulpara, verdammt. Soll mir recht sein. Moritz ist tot. Wir killen das Raichu über Psychic mit Peter. Oh, Blau Eich ist eine Vollkatastrophe gerade. Psychic. Wir werden outspeeded auch noch. Vielleicht hätte ich Peter auch wegschmeißen, tatsächlich. Uff, das war viel zu viel Damage. Moritz war eh der Schwächste der Brüder. Ah, ärgerlich. Okay. Noch zwei Gegner. Turtok. Ja, gut, Tut mir leid, Peter, an der Stelle. Psychic und dann kann ich finishen über eine Elektroattacke vom dritten Elekid. Während Peter getötet wird. Oh, er versucht Schädelwurme. Dann kann ich versuchen, Gesang zu drücken. Ich miss leider. Okay, dann ist Peter auch tot. Dann ist Peter leider auch tot. Kann man nichts machen. Elekid Nummer 3. Ich habe nicht mehr viel. Donnerblitz. Dieses Gefühl, wenn Creep die Pokémon wegsterben lässt, ist unbezahlbar. Darauf steht ihr, oder, Chat? Enteron. Okay, damit gewinnen wir gegen Blau Eich. Haben aber unser halbes Team verloren. Da muss ich jetzt gucken, dass ich in Kanto nochmal die Pokémon wiederfinde, die ich jetzt verloren habe. Beziehungsweise brauche ich eigentlich gar nicht. Alles, was ich brauche, ist ein neues Elekid, ne? Weil ein Magpi und ein Cossilla sind sowieso noch auf der Box. Und ich werde ja wohl ein Elekid finden. Wenn nicht, trete ich vielleicht an mit zwei Cossillas, zwei Magpis und zwei Elekid. Es ist halt hier wirklich beim vorletzten Kampf noch im Run mein halbes Team weggestorben. Wäre Blau Eich noch ein bisschen stärker gewesen, hätte der mich durchaus besiegen können. Ich konnte jetzt aber natürlich noch die ganzen Encounter in Kanto wahrnehmen, um wieder ein Elekid zu bekommen, um ein perfektes Team zu erzeugen, und dann ist was ziemlich Interessantes passiert. Ich habe wirklich jede Wiese und jede Höhle und jedes kleine Nebengebiet in Kanto durchgearbeitet und einfach keine Elekids gefunden, bis ganz zum Ende. Der vorletzte Encounter, den ich wahrnehmen durfte, in ganz Kanto, war dann endlich nochmal mein finales Elekid, um nochmal mein optimales Team zu bauen, und ich habe tatsächlich hier nochmal alles zusammengekriegt. Und dann ging es los zum Kampf gegen Trainer Rot auf dem Silberberg, der stärkste Trainer in der gesamten Region, der im hohen 70er-Bereich gelevelt ist, und sein Ace ist sogar auf Level 81. Und ich bin jetzt hier angetreten auf Level 75, um mich noch ein bisschen weiter einzuschränken, damit es wahrlich der schwierigste Kampf ist im gesamten Spiel. Was der Randomizer natürlich macht, das weiß man nie, aber ich war jetzt sehr gespannt.
Trainer Rot möchte kämpfen mit 6 Pokémon. Finaler Fight. Ich konnte mein Team wieder aufstocken und er hat einen Blue Bella. Level 81. So, wir gehen für Ice Punch definitiv. Ich könnte jetzt einen Magpie einwechseln, aber das wäre, glaube ich, nicht unbedingt das Beste, was ich tun kann. Oh, das ist wenig Damage. Lockduft Misplay, sehr gut. Hätte der Blättertanz gespammt, hätte ich Yuga sofort wegschmeißen müssen, quasi. Wir müssen jetzt für folgendes Play gehen. Ich muss jetzt auf Magpie wechseln. Sonst haue ich den in die Heal Range und dann wird das sehr unschön. Also gehen wir jetzt hier in Magpie. Flammenwurf sollte an dem Punkt killen. Pflanzenattacken können wir resisten. Stachelspore Mist, was lucky ist, gut. Könnte auch Fireblast machen, das wäre sicherer. Aber nee. Ich denke, Flammenwurf killt. Wenn ich mir den Schaden von Ice Punch so anschaue, von Elekid, müsste Flammenwurf killen. Ziemlich sicher. Wunderschön. Erster Kill ohne Damage, das sieht sehr gut aus für uns. Und es war auch direkt das 81er natürlich. Wir sind ja 6 Level unter Level reingegangen zu dem. Hundemon. Das riecht nach dem Opfer von Werner an der Stelle. Weil da habe ich keinen Switch-In für. Wir chippen den mit Donnerschlag an und finishen den mit einem Elekid wahrscheinlich. Während wir vom Crunch hingerichtet werden. Das ist leider too much damage. Und die Spatz-Death sinkt auch noch. Wow. Okay, das ist natürlich bitter. Dann haben wir hier leider den ersten Tod. Ist okay. Trotzdem gut gemacht, keine Frage. An der Stelle ist jetzt die Frage: Grenade für Donner oder für Donnerblitz? Ich könnte auch in Mario gehen für Lichtschild. Aber ich glaube, Grenade mit Donner wäre hier am sichersten. Aber was ist, wenn ich Double Miss bekomme? Dann steuere ich mit Lichtgeschwindigkeit auf eine Niederlage zu. Ich glaube, ich muss hoffen, dass Donnerblitz reicht. Okay, Gott sei Dank. Gut. Donner wäre Missplay gewesen. Ja, er hat auch einen Kill gemacht. Meganie. Meganie ist fair. Da das Ding Body Slam spammen kann, werde ich hier einfach in Ice Punch gehen. Der Wechsel auf Cressida lohnt sich nicht, wie so häufig. Und vielleicht werde ich hier Grenade jetzt wegschmeißen bald. Der Crit war sehr, sehr angenehm. Lightscreen. Okay, das ist nicht so schön. Lightscreen ist gar nicht gut für mich. Ice Punch. Bin ich mir jetzt überhaupt tot? Nee. Oh mein Gott, Freeze. Oh mein Gott, bin ich lucky. Ja, okay, dann rein in Mario. Er ist aufgetaut. Shit, ich wollte jetzt eigentlich gratis Lichtschild setupen, aber jetzt ist er aufgetaut. Ja, gehen wir in Ice Punch, komm. Töten wir den. Jetzt steht er halt im Lichtschild, Trainer Rot, ne? Das ist nicht so gut. Jetzt steht er halt im Lichtschild. Nocturne. Nocturne ist eigentlich ein Loser. Der kann nicht so viel. Donnerblitz. Das Gute ist, er hätte jetzt Lichtschild eh nichts gebracht, also muss ich nicht traurig sein. Oh mein Gott, ich mach dem absolut keinen Schaden. Mega Heap. Boah. Aber sein Lichtschild schwindet jetzt. Ich glaube, dass ich mit Mario den Kill setzen kann noch. Bevor er stirbt. Mega Heap. Und dann werde ich Mario beim nächsten Pokémon opfern, vermutlich. Beere kommt noch zur Hilfe so ein bisschen. Achso, wir nehmen den Tempo-Heap noch. Der Tempo-Heap reicht leider wegen Step. Ja, okay. Aber ich hätte trotzdem nicht anders gespielt. Dann gehen wir jetzt rein mit Yugo einfach, mit der besten Coverage und drücken Psychic. Ich hoffe, er macht jetzt nicht nochmal Tempo-Heap, um mich anzuchippen. Das wäre schade. Okay, sehr schön. Kein Tempo-Heap. Dann stehe ich jetzt mit Yugo, mit Donnerblitz, Eisschlag, Feuerschlag und Psychic vorne. Es kann praktisch nichts reinkommen, was ich nicht sehr effektiv treffen könnte. Ein paar Sachen gäbe es, aber... Ja gut, normal Pokémon gäbe es. Gut.
Aber das ist uns so Billy Cat. Die kann ich mit Donnerblitz zuschotten wahrscheinlich. Das sieht sehr gut aus. Okay, der Rot fordert zwar gerne mal Opfer in solchen Runs, aber ich habe ihn unter Kontrolle. 2, 3. Und Kill. Und dann stehen wir schon vom letzten Pokémon des Runs. Und er hat nun wir Senior als letztes Pokémon. Dann ist es entschieden. Wunderbar. Dann haben wir es geschafft. Tatsächlich gewinnen die Babys die gesamte Nuzlocke. Ich hätte niemals erwartet, dass es funktionieren kann. Wir haben das so just for fun ausprobiert. Wir haben einfach gewonnen. Amnesie wird auch nirgendwo mehr hinführen. Jetzt kann er noch theoretisch irgendwie rumspammen mit Top-Genesung eventuell. Aber das sollte gelaufen sein. Ja. Das war's! Wir gewinnen gegen Trinarot! Und er nutzt nicht mal mehr seine Tränke. Ich habe es ernsthaft schaffen können, die gesamte Babylog durchzuspielen im ersten Versuch. Und ganz ehrlich, Leute, das hätte ich niemals erwartet. Man muss fairerweise dazu sagen, ich hatte wirklich Glück mit den Elekid-Encountern. Hätte ich nur ein oder zwei weniger im Run gefunden, hätte ich definitiv den Run so nicht spielen können. Aber es hat nun mal geklappt. Und die Frage ist nun, wo ist wie gesagt das Limit von Gen 2? Ich meine, kann ich den Nuzlocke gewinnen nur mit Inkognitos oder wo genau soll die Grenze hier noch sein? In dieser Generation ist wirklich einiges möglich, denn es ist nun mal wahrscheinlich die leichteste Nuzlocke-Generation, die Game Freak jemals rausgebracht hat. Ja, und was natürlich auch im Raum steht, ist die Frage, ob man mit Baby-Pokémon auch andere Generationen runnen könnte, wie beispielsweise Generation 4, wo ja sehr viele neue Babys ins Spiel gekommen sind. Und das ist ebenfalls eine Sache, die ich in Zukunft mal ausprobieren möchte. Ihr wisst Bescheid, Freunde, eure Meinung zu dem Run hier gerne in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr mir gerne auf Twitch folgen, wo ich diese Runs hier regelmäßig live erspiele. Dieser hier wurde wie gesagt auch live erspielt, habt ihr ja im Video schon gesehen. Und da würde ich sagen, könnt ihr mir auch sehr gerne hier ein Abo da lassen, das würde mich so unterstützen. Und dann sehen wir uns bald beim nächsten Challenge Run. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind, deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.